RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles, bis dann ein Tor nach dem anderen fällt. So, hier noch ein Tipp, ein Kreuz und da, ja, das könnte was werden. Hey Lenny, du Tippmeister, was machst du hier bei den Sportwetten? Willst du dein letztes Hemd verspielen? Hey, also ich würde mein letztes Hemd nicht verspielen. Ich würde das lieber anziehen bei dem Wetter. Stimmt schon. Ich würde mein letztes Hemd ohne verspielen, weil, naja, riecht halt streng. Aber was machst du nun hier? Ganz einfach, Alter. Ich habe gestern hier diese kleine Gewinnspielkarte in meiner TV-Zeitschrift gefunden. Und da kann man eine Reise zur WM nach Südafrika gewinnen. Und das Geilste ist, man kann 5 Freunde mitnehmen. Das scheitert doch schon von Anfang an, Alter. Das sag ich dir. Mit der Reise in die USA hat es doch auch geklappt. Du warst bei den Amis? Ohne mich? Alter, ich lust ja nicht. Boah, dich lass ich nur mal von meinem Bier trinken, wa? Mordunus, du warst doch mit. Mann, ey, du hast da Werner einen Urlaub hinter Gittern gesponsert und wir waren in Hollywood. Ach so, waren wir das? Hm, Moment mal. Ja, genau, nun fällt's mir wieder ein. Stimmt, Hollywood, Howard und so. Ja, genau, wir kann ich denn sowas nur vergessen. Mann, Mann, Mann. Naja, muss man mit dem Unfall von damals zusammenhängen, die Sache mit dem Blitz und so. Reden wir lieber nicht drüber. Ich bin ja froh, dass ich mir mittlerweile einige Dinge wieder merken kann, wa? Ja, echt geil, finde ich auch. Mir geht's auch besser und merken klappt auch wieder. Ich glaube, langsam hat sich unser Hirn wieder erholt. Yes, yes, Alter, was machst du denn hier? Moment, Moment. Mir fällt's wieder ein. Ich wollte hier die Gewinnkarte ausfüllen. Und ja, gewinnen wollte ich auch. Und was kannst du gewinnen? Also wirklich. Geht's dir nicht besser, Mord? Ich hab dir doch vorhin gesagt, dass man hier eine Reise zur WM nach Afrika gewinnen kann. Und ja, man kann auch 5 Freunde mitnehmen. Ja, genau. Ich sagte dir ja schon, dass das von Anfang an scheitern wird. Und ich sag dir auch, warum. Du hast keine 5 Freunde, Alter. Hey, ich bin beliebt, ja. Und sollte ich gewinnen, wird das ein Klacks, die 5 Mann zusammenzubekommen. Schau, da bist du, dann Caro, Jenny. Das kannst du mal absolut nicht vergessen. Die sind im Sommer in Italien bei Caros Eltern. Wie, ohne dich? Na, Lego, Caros Eltern sind irgendwie immer noch sauer auf Micke. Okay, also sind wir ja doch nur 2. Hm, wenn ich gewinne, wen nehme ich denn da noch mit? Na gut, eventuell fragen wir ja Werner. Der mag ja so dritte Weltländer. Der fährt da ja dauernd hin, immer in Urlaub und so, ne? Meistens auch nach Thailand und so jedes Jahr mit einem Bumsbomber. Jo, echt krass. Ich will ja nicht wissen, was der da macht. Hm, also Werner und Icke, das wären ja schon mal 2. Und wie ist es denn eigentlich, wenn du deinen Onkel Howard mal fragst? Nie im Leben, ey, Alter. Die Fahrt von Hollywood nach Vegas war schon übel. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass der mitkommt. Mensch, Lenny, denk an das große Ziel. Wir 2 nach Afrika zur WM, Alter. Da muss man über deinen Schatten springen. Ich meine, hey, in der Not frisst der Teufel fliegen oder wie das nochmal heißt. Hast ja recht, Mord. Der Weg ist das Ziel, aber fehlen uns immer noch 2 Leute. Ach, dann nehmen wir dann Andi und Joch noch mit. Ich meine, die bekommen doch eh nichts mit. Die filmen wir einfach ab und zack, nerven die nicht mehr. Schon lustig. Wir machen uns hier einen Kopf über ungelegte Eier. Erstmal müssen wir ja gewinnen. Ich werde mal das Zettelchen vorne an der Kasse abgeben. Mach nur, Alter. Und ich überleg mal in der Zeit, was ich hier eigentlich wollte. So, ihr sagt, ihr macht, hehe. Echt krass, der Typ vorne. Meint, die losen gleich die Nummern aus. Mann, ich bin gespannt, ob ich gewinne. Ha, apropos gespannt. Weißt du nun endlich, was du hier wolltest? Ach nö, wird nichts Wichtiges gewesen sein. Ist auch egal, ey. Gleich wollen die das auslosen. Ist ja direkt nach den Lottozahlen. Apropos Lottozahlen. Ich werde mir mal die aufschreiben, denn die kleine Jenny spielt ja auch immer gerne Lotto. Da hat sie es auch gleich zur Hand. Ja, mach mal. Ich warte hier auf meine Zahlen in der Zeit. Wow, jetzt geht's los. Zettel und Stift sind bereit. Sei leise, Mord. Nun kommen meine Zahlen, Mensch. Jetzt habe ich sie verpasst. Ich hoffe, der wiederholt die nochmal. Ja, nee, oder... Mann, ey, Mord, das gibt's nicht. Ich glaube, ich habe gewonnen. Hey, Lenny, du alte Kauleiste, was machst denn du hier? Mord, du Nuss, lass dich scheiße, ich habe gewonnen. Wir können nach Afrika zur WM, ist das nicht geil? Ja, echt geil, Alter. Lass uns mal direkt einen drauf trinken, ey. Ich sponsor dir ein Bier, aber erstmal den Zettel mit den Lottozahlen in den Geldbeutel stecken. Nicht, dass ich den hier vergesse. Ja, ein schöner Tag, lalalala, auf in die Schenke, weil ich ein Bierchen mag. Vorsicht, Mord, da ist dir ein Lottoschein aus der Tasche gefallen. Ach ja, schau mal, ein Lottoschein. Hm, mit Zahlen mal vergleichen. 3, 19, 32. Okay, ey, den entsorgen wir mal lieber ganz schnell, okay? Juhu, wir haben aber gewonnen. Wir fahren zur WM. Ja, da bin ich dabei, da komm ich mit. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin.